Gut. Aktualisierte Daten wurden heruntergeladen. Der neue Schwierigkeitsgrad Extrem wurde hinzugefügt. Erstes Plus, wo ich sage, ist cool. Cooles Ding. Aber hätte man eigentlich auch vorher. Aber egal. Was man dazu für DLC braucht, ist halt ein bisschen blöd. Einfacher Patch wäre eigentlich auch gegangen, weil, ganz ehrlich. Ob man das jetzt patcht oder ob man. Ja. Egal. In den Extras kann unter der Option Ereignisse der Turm der Göttin betrachtet werden. Hinweise: Diese Option. Hinweis: Diese Option steht erst nach dem erfolgreichen Beenden des Spiels zur Verfügung. Dazu kann ich absolut noch nicht sagen, weil ich nichts darüber weiß. Um den Schwierigkeitsgrad extrem zu spielen, wähle im Hauptmenü Neues Spiel. Willst du mich verarschen? Neue herunterladbare Inhalte sind verfügbar. Du hast nun Zugriff auf ein Set neuer wertvoller Items, zusätzliche Optionalkämpfe und eine neue Hintergrundmusik, neue Kleidung und ein neues Accessoire. Ja. Optionale Kämpfe ist ein cooles Ding. Das mit einem Set wertvoller Items ist auch okay. Ob es den Preis gerechtfertigt? Hintergrundmusik ist halt ein einziges Stück. Weiß ich dann auch wieder nicht. Neue Kleidung, gehen wir gleich drauf ein. Und ein neues Accessoire, das ist eine Brille. Ich glaube, es ist nur eine Brille, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei männlichen Protagonisten ist. Ja. Was kostet der Preis von dem DLC? 5 Euro? 6 Euro? Ist okay. Du kannst die Items in der Nähe deines Bettes in deinem persönlichen Quartier abrufen. Das werden wir machen. Ich drücke mal B, ich Idiot. Musik. Kann man das gut hören? Danke, genau das wollte ich. Machen wir mal so. Ah, so ist okay, ne? Ja, das lassen wir mal so. Ist ein schöner grüner Bereich. Vielleicht noch auf 10. Denke mal, das ist okay. Machen wir mal auf 6. Wie ist das so? Machen wir einfach mal ein Gespräch. Sensei, kono aida wa tasukatta. Zehi kondo shokuji demo ogorasete kure. Ja. Ist okay. Ja, omae no shidou wa subarashikatta to omou. Sasuga wa kyoushi da na. Vielleicht sogar ein bisschen zu laut. Jetzt. Ja. Na, Sensei. Machen wir mal auf 9. Machen wir mal auf 9. Machen wir mal auf 9. Machen wir mal auf 9.
Ja, ich denke 9 ist okay. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Fortsetzen. Machen wir hier, um noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Weil ich habe auch keine Ahnung mehr. それにしても死神騎士ね。あの人どこかでフレンが見つかったのか。よかった。本当によかった。そこの隠し通路の先で倒れてたんです。犯人には逃げられちゃったんですけど。 いや、皆が無事でよかった。それが一番だ。詳しいことはまた後で聞かせてくれ。とりあえず、二人を医務室へ運ぶのが先だ。は、承知しました。誰か、手を貸せ。Ich weiß noch, wir haben den Todesritter das letzte Mal besiegt, ne? Das haben wir zweimal nämlich gemacht. 安心したせいでつい力が抜けてしまって。助けられて。 Ich glaube nicht. Nein. Nein, das macht ihn mad. So etwa. Und das freut ihn. Sensei no sonna kao wa hajimete mita kamoshirenai. Ah ja, warui. Wenn wir gleich bei Flynn und Setes sind, ah, genau hier. Hier gibt es eine kleine Anmerkung, die ich habe.君は大恩人だ。ああ、本当に本当によかった。女神最短の儀で姿を消した仮面の騎士が今回の実行犯、つまり死神騎士だった。そして諸々の状況を踏まえれば。 Der Flammkaiser ist Chirizia und der Todesritter ist irgendein anderer. おそらく敵の狙いはフレンの血だ。彼女には特別な血が流れている。とても希少で。 危険な血がな。フレンの血の秘密を知る敵が現れた以上、我々は大修道院を出て身を隠すしか。待ってください、お兄様。フレン、お前、なぜここに。まだ安静にしていなければダメではないか。私、嫌です。また人里離れた土地で誰にも会えず寂しく暮らすなんて。ここに留まれば。 また襲われるかもしれん。それならば兄と二人つつましく、のどかに。ですが、どこかに隠れて暮らしたとしても見つからない保証なんてありませんわ。それなら先生や騎士団の方々がいる大修道院にいた方が安全だと思います。のそれはそうかもしれんが。そうですわ。私を先生の学級の生徒にしてくださらなくて。 先生もそう思われます?
なるほど。そうかもしれんな。私は立場上、これまで君を厳しく評してきた。しかし今は君を頼もしく思っている。どうだろう、フレンのことを頼めないか。 So, es gibt jetzt, gab jetzt die Möglichkeit, wenn man am Anfang Flying schon rettet, also in, so wie ich es im letzten Part gemacht habe, direkt am Anfang, dann kriegt man von beiden nochmal, Zuneigung, sage ich jetzt mal, von beiden nochmal, extra. Wenn man das jetzt nämlich nicht gemacht hat, sondern wartet, kriegt man halt nur bei einem die Zuneigung. マヌエラもフレンもそしてモニカも順調に回復していると聞いています。今回フレンと共に保護されたモニカも士官学校の生徒なのですが、実を言うと彼女は去年の生徒なのだ。ちょうど卒業の時期に行方をくらましたが、そのため大修道院内ではなく 授業への期間中に失踪したのだと考えられていた。それがまさかこんな形で発見されるとは。モニカ本人の希望もあり、体力が回復次第本年度のアドラークラッセに復帰させる予定です。犯人が逃走中である以上、この件については引き続き調査と警戒が必要ですが、生徒たちには気持ちを切り替えてもらわねばなりません。 来節はいよいよグロンダーズ樹脂戦が催されますからな。生徒たちにとっては一生の思い出となる大切な催しです。生徒たちが全力で樹脂戦に臨めるよう導いてあげてください。翌節はグロンダーズか。あっちの方には行ったことがなかったな。帝国も西の方じゃゴタゴタしてるが、都のアンバルから東は安定。 いや、少し前に貴族の内乱があったか。まあ大した話じゃねえ。悪い、任務があってな。グロンダーズとは逆方向さ。巨団はいつだって人使いが荒いんだが、それよりも気になるのは何者かが俺たちの近くで暗躍してるってことだよ。 女神サイタンの儀以降、ガルグマクの周辺でもそれ以外でも変な連中が目撃されてる。怪しい奴を調べてた騎士が死体で発見されるなんて事件も起こった。ないとは思うが、俺に万一のことがあればこの部屋の中を探ってくれ。棚の裏とかな。お前宛ての物を残しておく。 俺だって死ぬつもりはつゆほどもねえよ。お前に笑えってのも無理な話だが、せめて真顔はやめ。おい、今笑ったか？ War das etwa ein Lächeln? Zu geil. Hakuun-no-shou. 飛竜の説、ヴァイヴァン、呪術師の説。天にとどろく声で飛竜の群れが鳴き合うと、澄み切った空を裂いて越冬のため南へと去っていく。その勇壮な姿を遠く見上げながら、子供たちは冬支度を手伝う。木々に分け入っては薪を集め、 Ich hoffe, das kommt, wenn wir das eine Jahr darum haben, nicht noch einmal alles. Das interessiert einfach keine Sau. Ganz ehrlich. Es interessiert einfach absolut niemanden.
今節はいよいよグロンダーズ呪術戦か。鍛錬の成果を見せる時だな、先生。レア様やセテス殿から聞いていないのか？聞いていないのなら俺から説明しよう。グロンダーズ呪術戦はいわば大規模な学級対抗戦だ。毎年飛竜の節に開催される。学級対抗戦といえば胎児の節にやったな。覚えているか、先生。Natürlich。なあ、あの日は楽しかった。先生の食べっぷりは最高だったな。戦いの舞台は帝国領。Was? グロンダーズ平原。つまり、大修道院の外に出ることになる。Was? 実戦形式の模擬戦闘で、より多くの敵を倒した学級が勝利する。三つどもえの戦いだ。殿下、今年は確か、マヌエラ先生とハンネマン先生が。ああ、そうだったな。前節の一件でマヌエラ先生は参戦を見合わせるそうだ。それならばとハンネマン先生も参加を取りやめるとおっしゃっていたが。気を使わなくていいのよ先生。あなたは生徒と一緒に楽しんでちょうだい。マヌエラ先生、もうお体はよろしいのですか？あなたたちのおかげでね。でも無理をして倒れでもしたらみんなに悪いから。ならばやはりグロンダーズ呪術師戦は我々は不参加とするよ。だからといって簡単に勝てると思わないでくれたまえ。その通りよ。この数節私たちも生徒をみっちり鍛えてきたんだもの。うん。あら、あんまり油断しているようだと私の学級が簡単に勝ってしまうわよ。生徒に教えるべきことは全て教えてある。遠慮は無用。全力で挑んでいきたい。Ich werde sie zerschmettern。Nachschub, die DLC ist eingetroffen. Du findest ihn in deinem persönlichen Quartier neben deinem Bett. Besondere optionale Kämpfe sind nun verfügbar. Stürze dich in diese neuen optionalen Kämpfe, indem du in Kapitel 3 oder später Kampf auswählst. Für ausgewählte Einheiten steht nun Trainingskleidung in deinem Tagebuch zur Verfügung. Für Melisa liegt deine Brille als Accessoire bereit. Ja. Dann mache ich jetzt aber, weil ich habe schon wieder alles ausgewählt und so. Deswegen werden wir kurz den Safe wechseln, wo ich halt schon alles verkauft habe und pipapo. Und ich meine sogar, dass ich die Prüfung gemacht habe. Das Examen mit Melisa. Also mit mir selbst. Hier. Ja. Ich meine es zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, ich hätte Sachen und sowas verkauft, hätte ich schon alles so gemacht. Verbindungsvorgang. So, hier steht auch nochmal das Ganze. So, Kalender. Die vergessenen Hochzeitsgerüchte, Seiros, Schwert und Schild. Sivian will nicht untätig zusehen, als er erfährt, dass die Diebesbande, die sein Bruder Miklan einst anführte, auf dem Gebiet des Markgrafen Gautier wieder Unruhe stiftet. Hochzeitsgerüchte. Ein aufstrebender Adliger macht Ingrid einen unerwarteten Heiratsantrag
Als Dorothea den Namen des Antragstellers erfährt, widerspricht sie der Beziehung verhemmt. Was? Die Allianz bittet das Kloster um Truppen, doch die Ritter des Heros ist bereits ausgelastet. Alois und Shamir. Alois. Wer war nochmal Alois? Ach, das ist der Sprücheklopper. Genau. Und Shamir beschließen, dass die Studenten aushelfen müssen. Angelturnier. Heute findet das Angelturnier statt. Fang den größten Fisch, den du kriegen kannst. Segne in der Erde, Land ist zeitweilig von Magie getränkt, daher gedeihen die Pflanzen hier besonders. Dieses Wunder nennt man Segnung der Erde. Erntefest. Ein Fest im Speisesaal, bei dem es reichlich Gemüse gibt. Der Effekt erhöht, wenn du mit einem Gemüseliebhaber isst. Laden des Südens, okay. Okay. Nee, Kampf mache ich nicht. Marktplatz, wir können ja mal gucken. Ist unsere Ausrüstung. Ich glaube, ich habe es nämlich noch nicht gelernt mit Examen. Okay, ich habe es nicht gelernt, sehr gut. 69%, weil ich A oder höher brauche. Ich habe nämlich nur B+. B+, C+. B+. Wo steht der denn nicht, wie ich reiten kann? Der ist schon auf A bei Bogen, ey. Das ist Wahnsinn. Aber ich habe hier scheinbar alles gelernt. Ja, Shamir, Katharine und Flein. Aber alles andere ist gemeistert von Fähigkeiten her. Ich wollte eigentlich gucken, was ich alles brauche noch. Stahlmünze habe ich. Stahlaxt habe ich auch genug. Kann Donner schringen. Donnerschwert, Stahlschwert, Stahlfels, Soltern, Schwert, Marschring. Viel zu viele Stahlschwerter. Zweimal Stahlbogen und Trefferring, das ist gut. Stahllanze und Lanze des Untergangs. Ich kann mal gucken, ob hier jemand noch Eisenschilde braucht. Die hat schon Eisenschild, das ist gut. Eisenschild, Lederschild, Lederschild. Zwei Eisenschilde kann ich also kaufen. Stimmt, oder? Drei auf Vorrat. So viel brauche ich nicht. Habe ich das? Dann verkaufen wir, würde ich sagen, das. Verkaufen wir das. Hier drei auf Vorrat. Kaufen wir ein Lederschild. Dann kriegst du ein Eisenschild. Den ich natürlich nicht hier kriege. Sondern laden. den ich natürlich nicht kriegen kann. Weil ich den, glaube ich, schon gekauft habe. Gut. Ja, weiß Bescheid. Das war doof.
Das war sehr doof. Anheuern kann ich keine, schmieden, reparieren auf jeden Fall. Ich habe nämlich nichts mehr, das ist das Problem. Das ist mein Problem! Bin halt ein bisschen doof. Aber auch nur ein kleines bisschen doof. So, dann gucken wir doch mal. Das ist unter Ziele, ja, ne? Ja. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Das sieht auch ziemlich okay aus. Das sieht auch ziemlich gut aus. Fliegen könnte ein bisschen besser machen. Charakterklassen, ja, die sind wichtig. So. Wir wollen ja, dass du als nächstes kein Waifenlord wirst, sondern. Was hast du denn hier? Gucken wir mal hier. Du bist Rittmeister. Lanze und Reiten. Dann wollen wir auch weiter Lanze und Reiten. Das ist Lanze. Hier ist Reiten. Hier ist Lanze, Reiten und Bogen. Lanze, Reiten und Vernunft. Lanze, Reiten und Glaube. Ja, ja. Das verstehe ich nicht, warum da kein Lanze bei ist. Spezialist, ja, völliger Schwachsinn. Schwertspezialist auch nicht. Ja, er muss Erzritter werden, aber dann brauche ich ja Axt B+ und Rüstung A. Was für ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Fliegen und Axt auf A. Wenn wir mal gucken. Axt habe ich auf E und Fliegen habe ich auf E. Oh Gott, das wird doch nie was. So, du sollst weiter ein Tank bleiben, ne? Du hast zurzeit Axt und Rüstung. Also sollst du auch Rüstung bekommen. Hier, Axt und Rüstung. Brauche ich A. Der kann Erzritter werden. Wow. Ganz ehrlich, da mache ich bei dem einen, mache ich dann Fliegen rein. Dann wird er halt Waifenlord. So, auf jeden Fall. Schwert machen. Schwertspezialist. Totenpriester. Ja, Totenpriester. Das heißt Vernunft auf B oder höher. Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Bogenritter. Was ist das für ein Schwachsinn? Wir müssen theoretisch jetzt alle reiten lernen.
Obwohl, Gremory, ne, ist das? Ich bin auch gar nicht in der Oberstufe, ne? Merke ich gerade. Ich muss ja erstmal die Oberstufe machen bei denen. Ups. Ich bin schon viel zu weit. Aber Oberstufe können die doch alle schon, oder? Ich natürlich nicht. Aber er kann Lanze und Reiten. Ist B oder höher. Das ist gut. Ich will auf jeden Fall, dass er Lanze kriegt. Erzritter also. Axt und Rüstung. Also muss ich Axt und Rüstung machen, ne? Axt und Rüstung. Dumm das auch ist, aber so dumm das auch einfach ist, aber das geht leider bei dem nicht anders. Der hat Befestigungsritter hat er auch 100%. Das heißt, wir wollen Verteidiger. Was kann denn der Befestigungsritter überhaupt? Axtspezialist und Gewicht minus 5. Verteidigung. Kriegsmeister. Dann braucht er Rüstung auf A und dann hatte das eigentlich B. Plus Reiten. Also Rüstung und Reiten. Du wirst Assassine, Schwertspezialist. Du bist halt eher der behändige Typ, ne? Ja. Behendigkeit und Geschick. Guck ich mal. Wo finde ich denn hier Behendigkeit? Nein, nein, nein. 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 Dann bleiben wir weiter bei Weiben. Das ist so dumm. Totenpriester. Schwert und Vernunft. Das ist so dumm. Warum? Ich wollte doch, dass der fliegt. Warum muss der Axt können und so ein Schrott? Das ist doch dumm. Dann brauche ich das auch nicht trainieren, ey. Wahnsinn. Schwert und Vernunft. Was für ein... So. Du kannst... Oberstufe kannst du auch schon werden, ne? Scharfschütze 100%, ja. Bogenritter. Das heißt, Reiten und Lanze. Thank you.
Er hat eigentlich dasselbe. Lanze und Reiten. Wie hier oben. Nee, hey, habe ich einfach keinen Bock drauf, ganz ehrlich. So, Lanze und Glauben. Was kannst du denn eigentlich werden? Das würde mich auch interessieren. Du bist zurzeit Mittelstufe. Magier, oder nicht? Priester bist du. Auf Weißmagie spezialisiert. Bischof also. Wie sieht Flying eigentlich aus? C+ alles nur. Du brauchst für Bischof Glaube A. Okay. Primärstufe kann sie Mönch werden, ne? Würde ich sagen, machst du doch erstmal dein Examen Mönch. So, wir haben jetzt natürlich sehr viel nicht geschafft. Examen ist richtig, dann machst du dein Examen in Mönch. So, und ich möchte dich gerne erstmal auch Inventar ist richtig. Klassenwechsel. Ich möchte erstmal, dass du den Adliger, dass du die Klasse erstmal meisterst. So. Gelassenheit. Reduziert im Kampf erlittenen Schaden für benachbarte Verbündete um 3. Das ist gut. Cetelan-Wappen. Von der heiligen Cetelan getragenes Wappen symbolisiert Güte und das Licht. Erhöht manchmal Kraft bei Heilungsmagie. 11. Wow. Fucking Level 11. Bataillon wurde ihr zugegeben. Das ist auch okay. Fertigkeiten. Jetzt auch nichts anderes. Und das war's. Ein um das Verratu Erneuerung. Das ist ziemlich gut. Hobbys: neue Freunde finden, spazieren gehen, kleine Schwester von Seteth. Enge Verbündete, Seteth und Minaisa, belebte Orte, mag Wissen erwerben, Freundschaften schließen, Gespräche über Liebe, vergiss mein nicht. Wow. Seteth übertriebene Fürsorge mag sie nicht, Seteths ständige Einmischungen und exzessives Schlafen. Okay. Unterstützung, mit wem kannst du denn dich alles unterstützen? Oh, das sind viele blaue Löwen. Das sind einige, ja. Mit Dimitri sogar A+. Aber mit niemandem S. Eigentlich haben wir dann alles, ne? Dann würde ich sagen, erfinden wir mal. Fangen wir endlich mal an, ey. Scheiße. So, Nachschub-DLC ist jetzt verfügbar. Dieser Nachschub wird komplett als Set erhalten. Du benötigst dazu Platz im Vorrat oder Lagerhaus. Bewegung dauerhaft um 2. Erhöht maximale KP-Dauer um 7. Stärke dauerhaft um 3. Geschick dauerhaft um 3.
Werden wir direkt mal einsetzen. Bewegung. Items. Moment, Stärke 25. 29. Hat aber mehr, geht aber mehr auf Geschick. Hier auch. Die ist sehr stark auf Stärke bedingt. Ich habe aber auch einen Bonus auf Geschick. Würde ich sagen, ich krieg die Stärke. Bewegung dauerhaft um 2. Geschick. Stärke. Maximale KP. Dann würde ich sagen, du kriegst auf jeden Fall KP. Du kriegst Geschick. Was macht Geschick nochmal? Ich will das eher nochmal wissen. Beeinflusst die Ausweichrate. Ich würde sagen, da ist Geschick bei dem echt besser aufgehoben, weil... Ja, da ist Geschick besser, weil der hat kein Bataillon. So, Bewegungen hat der 6, also eigentlich 5. Haben alle 5, bis auf die Magier, die haben 4, 7, 5. Er hat als Tank halt so wenig, das ist das Problem. Hat halt nicht viel Resistenz. Der hat eigentlich gar keine Resistenz. Ja, komm. Geben wir dem das auch noch. Kriegst du einmal das. Und Bewegung. Obwohl, nee, das geben wir. Das geben wir dem. Kriegst auf jeden Fall das. Und die Bewegung kriegst du auf jeden Fall auch. Und du kriegst Geschwindigkeit plus 3. Gut. Dann gucken wir mal. So, wir können Trainingsbekleidung tragen. Und ja. Können lächeln. Guck mal, was für ein schönes Lächeln die hat. Ja. Es ist halt, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist absolut nichts Besonderes. Vor allen Dingen, man kann den Arsch noch nicht mal gut erkennen. Vor allen Dingen, okay, das wurde ja gesagt, aber die Auflösung, also wurde ja gesagt, dass die Auflösung halt nicht so eher semi ist. Wenn man mal guckt. Ja, ist nicht das Gelbe vom Ei. Würde ich jetzt sagen, deswegen nehmen wir die Kriegsbekleidung, die halt. Oh ja. Machen wir mit Umhang. Wie klein die Busen werden! Guckt euch die Busen an. Und guckt euch die Busen an. Definitiv besser. Und mit Brille würde ich sagen, machen wir einen auf Lehrer. Machen wir einen auf Lehrer. Schön auf die Brille. So. Das sieht einfach so komisch aus. Tut mir leid, aber das kann ich nicht ernst nehmen. Die sehen dann aus wie so kleine Schuljungs. Okay, die sollen ja so aussehen, aber gut.
Aber da finde ich die Akademiekleidung einfach besser, tut mir leid. Der sieht da... Wow. Sieht aus, als ob der trainieren würde. Das passt den einfach überhaupt nicht. Da sah er gerade aus wie ein Lauch und da sah er gerade aus wie so richtig vor der Muskeltrotz. Und alle anderen sehen halt einfach aus in der Trainingskleidung wie irgendwelche Lauchs. Moment, wir müssen von der Seite, weil man die Busen von der nicht gut sehen kann wegen dem Umhang. Aber wenn man so guckt, ne? Wo sind die Busen hin? Wo sind die Boobs? Wo sind meine Boobs? Absolut nein. Da kann man zwar nicht viel erkennen wegen dem scheiß Mantel, aber hey. Okay, die hat keine Boobs. Ich würde sagen, die hat fast größere Boobs als die anderen. Ja, guck mal hier. Nichts. Nichts bis auf ein bisschen. Ingrid. Hat. Ist auch okay ausgestattet. Trainingsbekleidung. Die haben alle einen Sport-BH an. So sieht's aus. Flein. Ja, sie ist jung, ich weiß. Und sie hat auch nichts. Ich finde das Kleid, das macht sie voll dick, ey. Untenrum. Und dann eine riesen Schleife. Und wenn man jetzt vergleicht, Trainingskleidung. Nichts. Absolut nichts. Diese Augen, ey, sie glühen einfach. Tut mir leid, diese Pennerkleidung hat einfach von ihm, die hat einfach was. Die hat einfach was. Er sagt so, I'm ready. Und hier wieder so voll auf Muskeltrotz. Nein, kann ich nicht machen. Ah, scheiße, ich kann Shamir und so kann ich das nicht anziehen lassen. Schade. Angelturnier. Wer will, kann jetzt am Angelturnier des Klosters teilnehmen. Versucht einen seltenen Fisch zu angeln. Vielleicht erwischt ihr ja genau den, nach dem Flying sucht. Überbringe den Geheimbrief 2. Wäre wohl jemand so lieb, etwas für mich abzugeben? Vertreibe die Banditen. Banditen wurden gesichtet. Brauchen dringend Unterstützung, um den Frieden zu wahren. Aufgepasst! Die Ritter der Heiligen Königreichs Pharaos suchen jemanden, mit dem sie trainieren können. Habt ihr das Zeug dazu? Königliche Jugend. Okay. Oh. 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 Oh, oh, oh. Ich find's schade, dass man, dass wir von dieser Kleidung halt nicht sagen können, ja, zieh mal den Mantel bitte aus. So, jetzt speichern wir hier. Sotis! Hm. 何しろ教師の中に敵が入り込んだおった可能性が高いんじゃ。他にもおるやもな。わしはあのトマシュとかいう字が怪しいと思うのじゃが。どうじゃ。トーマス。 Ja, mit dem kann man auch nicht interagieren. Das ist korrekt. So. Gehen wir die Leute ab, würde ich sagen. Und die Zimmer. Ach ja, ist schön wieder zu spielen. Hier in dem Spiel zu sein. Also wir haben jetzt die DLCs gesehen. Von der Kleidung her rechtfertigt mir das nicht den Preis. Alles andere kann ich sagen, ja, ist okay. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel das DLC gekostet hat. Da muss ich jetzt mal eben gucken. Lasst mich mal eben gucken. Geht doch nichts über leckeren Fisch.
今のうちに食べなきゃ損だぞ。So. Fire Emblem Three Houses DLC. Fire Emblem Three Houses DLC. DLC. Kann ich nicht machen, deswegen erstmal Three Houses. Jetzt DLC. Vier DLCs erwarten dich. Sag mir, was die einzelnen DLCs kosten. Möchte nicht, wann die erscheinen. Ich möchte wissen, wann. Wie viel die kosten. So, am 31. oder bis 31. Dezember soll das nächste. Ach, Free Update! Background Musik can be selected for from the items. One new type of attire for a stone, a pair of glasses for daily to wear. Ach, okay, dann war doch das Extrem-Ding wahrscheinlich nur ein Update, ne? Okay. DLC sollst auf Preis. Also zusammen kostet das 20. Das sind 4 Stück. 22 Euro. Ich weiß, so kann man das nicht rechnen, aber sagen wir so roundabout 5 Euro für das DLC. Dann sage ich, okay, die Maps ist okay. Brille. Ja. Mit der Musik, ich weiß nicht. Also 5 Euro oder sagen wir 6 Euro. 6 Euro ist zu viel, ich hätte eher so 4 Euro. 3,99 € für das DLC, hätte ich gesagt. Okay. Okay, wir haben für alle Fraktionen. Dann ist doch okay. Das ist ja für alle Fraktionen, dann kann ich sagen, ist okay.